Hier. Wir mussten extra herfahren, weil irgendein Mistkerl den Rekorder aus dem Gemeinschaftsraum geklaut hat. Public Enemy. Das ist ein toller Film. Für unseren Kursus. Ich bin gerade fertig. Wir sind dann weg. Für 40 Riesen im Jahr guckt ihr euch alte Filme an? Wer ist wir? Ein Freund aus dem Kursus. Deine Mutter mag Lavendel. Wir können dann auch in einer Sekunde los. Mr. Soprano? Ja. Hey, ich bin Noah Tannenbaum. Guten Tag. Vielen Dank, dass wir hier gucken durften. Diese Spezialboxen machen einen großen Unterschied. Sind Sie ein Filmfan? Man sagt, Hawks hätte das Genre mit Scarface erfunden. Aber Cagney stand für die Moderne. Paul Mooney nicht. Deshalb halte ich mehr von William Wellman. Noah, ich hol mir nur noch schnell die Bare Naked Ladies CD, dann können wir los. Dieser Kursus wird nur noch dieses Jahr angeboten. Bilder der turbokapitalistischen Selbstverwirklichung in der Ära des Studiosystems. Also ihr zwei, du und Meadow, seid ihr... Lässt sich noch nicht sagen. Und woher kommst du, Noah? Noah, ich stamme aus Los Angeles. Western. Nein, ich meinte eher... Meine Familie ist im Business, ich meine im Showbusiness. Ich weiß nicht, warum man das Business... In den alten Tarzan-Filmen. Mein Dad ist Medienanwalt. Oh, na, was ich meine ist, wir sind Italiener. Ach, mein Dad ist jüdisch und meine Mutter ist Afroamerikanerin. Tannenbaum, klar. Aber bei der Bewerbung an der Columbia hast du nicht jüdisch angekreuzt. Nein, sie dürfen gar nicht nach der Religion fragen. Richtig, natürlich. Was hast du angekreuzt? Afroamerikanisch. Dann verstehen wir uns doch schon. Du bist ein Schwarzfuß. Wie bitte? Ein Holzkohlenbriket, ein Bimbo. Was haben Sie für Probleme? Ich glaube, du kennst mein Problem sehr gut. Deine kleine Freundin da oben hat dir keinen Gefallen getan, dich hierher mitzunehmen. Ich weiß auch nicht, was sie sich bei dem Scheiß gedacht hat. Dazu kommen wir noch. Weißt du, ich habe Geschäftspartner, die schwarz sind. Die wollen nicht, dass mein Sohn mit ihren Töchtern verkehrt und ich will ihre Söhne nicht mit Meadow sehen. Fuck you! Und ich hatte so gehofft, dass wir sowas vermeiden. Also, wenn meine kleine Tochter jetzt gleich runterkommt, sagst du, wie nett es war, mich kennenzulernen. Und dann fährst du sie zu ihrer Uni und sagst ihr schnell, leb wohl. Komm, du wolltest doch die Gegend sehen. Wir wollen noch zur Hunter. Ich möchte, dass sie Noah kennenlernt. Und ich hol nachher meine Wäsche. Bis dann, Dad.